Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Haben Sie schon einen Rauchmelder installiert? Ab 1. Januar 2015 sind diese in jedem Wohngebäude Pflicht. Was Sie dabei beachten müssen, zeigen wir Ihnen später in der Sendung. Jetzt erstmal alle Themen im Überblick. Countdown. Bis zum 31. Dezember müssen Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Aufgetischt. Sternekoch Dieter Müller gibt Tipps für ein gelungenes Weihnachtsmenü. Und Merry Christmas. Unternehmen aus der Region senden ihre Weihnachtswünsche. Rund 400 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr bei Bränden, vor allem in Privathaushalten. Die Ursachen dafür sind Fahrlässigkeit oder vor allem technische Defekte. Ab 1. Januar 2015 hat der Gesetzgeber daher die Rauchmeldepflicht eingeführt. Was Sie beim Kauf und der Installation dieser Geräte zu beachten haben, sehen Sie im folgenden Beitrag. Wir haben bei uns im Landkreis pro Jahr zwischen 5 und 7 Personen, denen wir bei Brandeinsätzen auch nicht mehr helfen können. 5 bis 7 Brandleichen im Jahr. Und oft steht man dann als Feuerwehrangehöriger nach dem Einsatz in der Gruppe nochmal zusammen, um auch nochmal den Einsatz für sich selber zu verarbeiten. Und man stellt immer wieder fest, Menschenskinder, ein Rauchwarnmelder hätte dieser Person, die jetzt hier am Boden liegt, tatsächlich das Leben retten können. Zu rund 100.000 Einsätzen pro Jahr rücken die Feuerwehren in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen aus. Einsätze, die durch Rauchwarnmelder vielleicht nicht hätten sein müssen. In Baden-Württemberg gilt deshalb ab dem 1. Januar 2015 die gesetzliche Rauchmelderpflicht. Rauch in der Wohnung soll so frühzeitig erkannt und Brände verhindert werden. Die Personenschäden haben wir im privaten Bereich. Und hier sind die Ursachen tatsächlich fokussiert auf den Bereich des technischen Defektes. Beispielsweise mein Fernseher, der Standby ist seit 3 Jahren und es wird ihm irgendwann zu warm. Oder tatsächlich auch der fahrlässige Umgang mit Feuer, mit offenen Kerzen, mit Heizkissen und sonstige Geschichten. Der laute Signalton warnt vor einem möglichen Schwelbrand und damit vor hochgiftigem Rauch. Wird der Alarmton ausgelöst, sollten Bewohner richtig reagieren. Neben der Ruhe bewahren müssen Sie durchaus überlegen, oder sollten Sie überlegen, können Sie noch was machen. Aber Sie dürfen und sollten nur dann auch was machen, wenn Sie gefährdungsfrei was machen können. Das heißt, überlegen, habe ich beispielsweise den Brand in der Küche, brennt beispielsweise ein Kochtopf, dann ist das Einfachste, was man machen kann, den Deckel auf den Topf zu setzen. Wenn Sie selber feststellen, Sie kommen selber nicht weiter, hilft nur eins, die Feuerwehr rufen. Das heißt, Sie begeben sich bitte in einen gesicherten Bereich, schließen idealerweise noch die Tür, dass der Rauch wirklich in dem Bereich letztendlich gesetzt ist, um dann letztendlich den geordneten Rückzug anzutreten, die Feuerwehr zu alarmieren über den Notruf 112, um dort letztendlich die Kollegen mit der professionellen Hilfe zu rufen. Für den Einbau der Rauchmelder ist der Vermieter zuständig. Um Installation und Wartung muss sich der Mieter kümmern. Doch was passiert, wenn keine Rauchmelder angebracht werden? Es gibt keine rechtlichen Folgen, es wird nicht kontrolliert und es gibt auch keine Ordnungswidrigkeit, wenn die Rauchmelder nicht da sind. Die Frage stellt sich nur, was passiert, wenn es tatsächlich brennt? Wird dann die Versicherung hingehend sagen, der Schaden wäre geringer gewesen, wären Rauchmelder da gewesen, man hätte es früher erkannt. Und hier ist noch eine gewisse Unsicherheit da, deshalb kann ich es nur empfehlen, dass ein Rauchmelder eingebaut wird, weil das Risiko, dass tatsächlich was passiert und dann der Vermieter den Schaden selber tragen muss, ist enorm hoch. Laut Landesbauordnung und TÜV müssen in Schlaf- und Kinderzimmern sowie auf Fluchtwegen Rauchmelder installiert sein. Mit Kosten zwischen 10 und 30 Euro ist der Rauchmelder die günstigste Lebensversicherung für jeden. Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten und es gibt sicherlich noch einiges zu tun. Haben Sie schon alle Geschenke besorgt? Steht der Weihnachtsbaum schon und ist er geschmückt? Damit Sie nichts vergessen, im ganzen Weihnachtsstress haben wir alle Neuerungen, Änderungen usw. für Sie kompakt in den News zusammengefasst.
Ob Mieter sich an den Kosten für Stellplätze beteiligen müssen, kommt auf die Vereinbarungen im Mietvertrag an. Laufende Kosten für den Betrieb einer Tiefgarage können nicht ohne weiteres auf alle Mieter umgelegt werden. Das geht nur, wenn mit der Wohnung ein Tiefgaragenstellplatz vermietet wird. Auch Betriebskosten für Wartung oder Ähnliches müssen Mieter nur zahlen, wenn diese im Mietvertrag aufgeführt sind. Anders bei den Kosten für Reinigung, Beheizung oder Beleuchtung. Diese muss der Mieter auch dann bezahlen, wenn nur eine allgemeine Pflicht, Betriebskosten zu tragen, vereinbart wurde. Wer über die Feiertage verreist, sollte die Heizung nicht abstellen. Ansonsten könnte sich nach der Rückkehr Schimmel in der Wohnung gebildet haben. Denn kalte Temperaturen lassen Feuchtigkeit in der Raumluft an den Wänden kondensieren. Sparen würde man durch das Abstellen der Heizung auch nicht. Einen ausgekühlten Raum wieder aufzuheizen, kostet am Ende viel Energie. Im Haus sollte immer eine Grundtemperatur von mindestens 17 Grad erreicht werden. Bei Frost können im Keller sonst Rohre einfrieren und platzen. Die Beseitigung der Schäden kann dann teurer werden als das Heizen. Die Hälfte aller Mieter kennt ihre Nachbarn nicht. Nur rund ein Drittel der Befragten wollen einen engeren Kontakt. So das Ergebnis einer Studie der Technischen Universität Darmstadt, die 1000 Mieter in Deutschland befragt hat. Für das Umfeld wurden allerdings gute bis sehr gute Noten vergeben. Nur rund 12% verstehen sich nicht untereinander und gut 81% würden ihre Unterstützung anbieten, wenn ein Nachbar Hilfe braucht. Negativ ist aufgefallen, dass etwa 7% den Umgang mit den Nachbarn mangelhaft oder ungenügend bewerten. 22% erleben häufiger Streit. Wissen Sie heute schon, was es bei Ihnen über die Weihnachtstage zu essen gibt? Oft ist das ja auch ein kleiner Streitpunkt. Nach der Werbung zeigt Ihnen Sternekoch Dieter Müller ein stressfreies Rezept für stressfreie Weihnachtstage. Dreimal Koch des Jahres, drei Michelin-Sterne und Koch auf der MS Europa. Der gebürtige Badener Dieter Müller gehört zu den besten Köchen Deutschlands. Im Planer Küchenland in Ravensburg hat er nun ein wundervolles Festtagsmenü gezaubert und wir waren für Sie dabei. Beim Kochen gibt es meistens viel zu tun. Vor allem zu Weihnachten wollen alle ein perfektes Menü zaubern. Einer, der sich mit Kochen auskennt, ist Dieter Müller. Der Drei-Sterne-Koch weiß, worauf es in der Küche ankommt. Wenn Sie im Stress sind, dann schmeckt alles nicht so gut. Also das heißt, planen, einkaufen und mit Herz kochen. 1966 beginnt Dieter Müller seine Ausbildung. Heute ist er einer der besten Köche Deutschlands. Vor allem Einfachheit. Wie wir jetzt nachher servieren, einen Karottenstampf mit Vanille. Das geht einfach. Und das muss richtig nach Karotte schmecken. Und das ist wichtig, dass wir Gemüse essen, dass das Gemüse wirklich noch nach dem schmeckt und dass man es nicht irgendwo durch verschiedene Gewürze jetzt nur dem Namen wegen irgendwo servieren müssen, dass wir irgendwo auffallen. Also ich sage immer, in der Einfachheit liegt die Kochkunst. Auch natürlich mit dem Produkt, die Qualität ist entscheidend. Und dann natürlich ein bisschen Handwerk und Freude beim Kochen. In der Showküche von Plana in Ravensburg bereitet Dieter Müller als Anregung für die Feiertage ein exklusives Vier-Gänge-Menü zu. Privat mag es der Sternekoch an Weihnachten eher bodenständig. Da gibt es ein Fleischfondue mit verschiedenen Dipsoßen, weil wir gehen vorher in den Altenberger Dom. Das ist eine tolle Kirche im Bergischen und das ist traditionell. Und dann will man hinterher nicht mehr viel Arbeit haben. Das bereite ich vor. Da gibt es halt Kalbsfilet kleingeschnitten, Geflügel, Rind und dann eine schöne Brühe und dann die Dipsoßen, Salate dazu und ein bisschen schönes Essen. Wir halten fest, einfache Gerichte, regionale Zutaten und eine gute Planung beim Kochen. Dann kann Weihnachten ganz entspannt kommen. Bei diesen Bildern bekommt man wirklich richtig Hunger und Lust auf Weihnachten.
Liebe Zuschauer, für uns war es das auch wieder für heute mit der Sendung Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Wir sehen uns dann am 25. Dezember wieder mit einer Sonderausgabe mit den besten Themen des Jahres. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen heiligen Abend. Bis dann. Tschüss. Hallo, mein Name ist Ines Tabler und ich bin von der Firma Bauer Immobilien. Bauer Immobilien wünscht Ihnen ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest. Mein Name ist Andreas Müller von der Peter Sauber Agentur in Stuttgart. Ich wünsche allen unseren Ausstellern und Besuchern frohe Weihnachten. Mein Name ist Ute Schönwolf, ich arbeite beim Regionalwerk Bodensee und ich wünsche all unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest. Markus Haller Raumgestaltung, vom Keller bis zum Dach, Wohnkultur aus Sattelbach. Wir wünschen unseren Kunden alles Gute zu Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr. Mein Name ist Claudia Liebig von der Firma Wohnraum Garten aus Ravensburg und wir wünschen alle unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2015. Ich bin Simone Reiser-Hiss von Bodenbeläge am See und möchte meiner Kundschaft, meinen Freunden und allen Bekannten ein gutes neues Jahr 2015 wünschen und ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche Tage.